Hallo Leute, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Baubude. Ich hatte euch ja schon mal ein Video gemacht, ein Kurzvideo, da habe ich euch diese Lichtleisten vorgestellt, die wir auf eBay gefunden haben, die man in ganz unterschiedlichen Formen und Dimensionen sich anfertigen lassen kann, Proben bestellen kann und so weiter. Und jetzt soll es darum gehen, wie wir die verarbeiten, ne? Ja. Das machen wir jetzt. Bis gleich. Ja, diese Lichtleisten, die werden hier so in 2 Meter Längen angeliefert. Sind ganz gut verpackt, sind auch kaum beschädigt. Wir wollen dann hier so einen Spot reinmachen. Zum einen, ne, dass wir hier so einen Spot haben. Ja, und zum anderen soll hier vorne dieser LED-Streifen rein, der nochmal so ein indirektes Licht liefert. Dazu haben wir hier mit so Alustreifen, das haben wir hier so reingeklebt, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, schlechte Erfahrung, dass so Lichtquellen, die so indirekt hinter diesem Styropor sind, unter Umständen durchscheinen können. Ne? Und ich hatte das mal gehabt, da war diese Lippe, die quasi dieses indirekte Licht verdeckt, die war viel, viel größer. Und das Licht hat durchgeschienen. Das wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn es gleichmäßig durchgeschienen hätte. Aber dadurch, dass man diese Kanten hier dann so ein bisschen spachtelt, damit man nicht sieht, wo jetzt eine 2 Meter Leiste aufhört und die nächste anfängt, wird das ja dann so ein bisschen angespachtelt. Das hat man dann leider gesehen. Und deswegen haben wir jetzt hier so ein Aluband reingemacht. Nicht unbedingt, dass es jetzt noch mehr reflektiert oder so, sondern damit es halt dann nicht durchscheint. So, ne? Ja, also wir wollen Spots reinmachen, wir wollen hier so ein Lichtband reinmachen. So, wir haben hier hinten so die Zuleitung für diese Spots, ne? Was da so lang aus der Wand hängt, das kürzen wir nachher. Also gehen wir hier von einem Spot zum anderen. Und wir haben die schon mal mit Nagelschellen festgemacht, damit die nicht so auf dem Styropor drauf liegen, weil wir wollen das ja dann mit Montagekleber kleben. Ja, die Gärungsschnitte, die mache ich hier mit der Kappsäge. Die habe ich jetzt sowieso schon hier wegen Fußleisten und so weiter. Gucken wir mal, ob wir da einen sauberen Schnitt mit hinkriegen. Ja, kriegen wir einen sauberen Schnitt mit hin. Schmilzt sogar ein bisschen an hier irgendwie durch das schnelle Drehen. Aber ich kann meine Kappsäge leider nicht die Geschwindigkeit regulieren. Naja, aber sie macht 45 Grad Schnitte, die sind sauber. Perfekt. Ja, ich werde das hier so machen, dass ich erstmal alle Gärungsschnitte mache und ich in den Ecken quasi diese beiden Leisten erstmal klebe. Falls ich noch ein bisschen variieren muss, dass es nicht ganz 90 Grad Winkel ist, das kann man mit so einem kleinen Winkelmesser meist auch nicht rauskriegen. Und von dem her halte ich das an, mache erstmal 45 Grad Schnitt und dann sehe ich ja, okay, der Winkel ist ein bisschen offen oder der ist ein bisschen enger. Und dann schneide ich das nochmal nach, so lange bis es passt. Und dann klebe ich mir erstmal die 4 Ecken an. Und füll dann die Geraden mit den Längen aus. Und dann müssen wir ja auch noch die Aussparung oder diese Lochkreis aussägen für die Spots. Ja, die Bohrung für die Lampenauslässe, die machen wir hier mit so einem Lochkreissäge. Ja.
dann mal gucken, wie wir den Anfang machen für der Travo von dem Lichtband. Den kann ich euch mal zeigen. Oder eigentlich ist es gar kein Travo. Das Lichtband läuft über 220 Volt, 230. Und das ist hier nur der Empfänger für die Fernbedienung. Der soll dann hinterm Fernseher. Da haben wir auch ein, kann ich euch auch zeigen. So, hier irgendwo werden wir das Ding unterbringen. Dann haben wir hier schon einen Kabelkanal mit eingesetzt. Der kommt hier oben wieder raus. Und da ziehen wir uns das Kabel hoch dann für diese Lichtleiste. Ja. Genau. So der Plan. So, wir haben gestern Abend haben wir schon diese alle vier Ecken hier gesetzt mit einem Gehrungsschnitt. Das ist auch so gut hingekommen. Ja, bei drei Ecken waren wir 45 Grad, hat perfekt gepasst. Und die eine Ecke musste man ein bisschen anpassen. Da waren es irgendwie 44 Grad oder so. Ja, und jetzt machen wir die fehlenden Stücken rein. Und hier so auf den Geraden, ne, bis zur Ecke verbinden wir das. Ja, dann messen wir mal, was wir hier brauchen. 75,6. Ja, der Vorteil mit so einer Kappsäge ist natürlich, dass man auch mal nachschneiden kann, ne, so einen Millimeter oder sowas. Das wird bei einer Handsäge immer recht schwierig. Das Einzige, was wir hier haben beim Schneiden, dass das Styropor so ein bisschen anschmilzt. Ne, hier sieht man das, dass das so ganz leicht anschmilzt. Aber man kann dann die Kanten noch so ein bisschen anschleifen mit Schleifpapier. So, mal gucken, ob es passt. Kann noch ein bisschen ab. Also was wir auch machen ist, dass diese Kante hier, die kommt ja genau in die Ecke und die Ecken sind halt so ein bisschen rund, die sind nicht ganz genau. Damit man das dann wirklich in die Ecke bekommt, schneiden wir die Kante einmal so ein bisschen ab. So, also so wie man das eigentlich auch bei den Gehrungsschnitten macht, da stört die Ecke ja auch immer so ein bisschen. Ja, jetzt passt das super rein. Ja, wir kleben die Leistenkleber mit Montagekleber, hier in diesem Fall von MEM, ja, mit einer super mega Anfangshaftung, 370 Kilo auf den Kubikzentimeter. Das sollte reichen für Styroporleisten. Und da machen wir uns eine schöne dicke Wurst drauf. Es gibt auch Styroporkleber, sage ich mal, extra, ja, wie zum Beispiel von Henkel oder so, diesen KS. Den kann man auch zusätzlich benutzen, um die Stöße nachher zu spachteln. Ne? Ich finde den aber von der Haftkraft bei diesen etwas schwereren, hier machen wir auch mal ein bisschen auf die Stöße drauf, ich finde das von der Haftkraft nicht ganz ausreichend, glaube ich, für diese schweren Leisten. Und es hängt ja auch so ein bisschen Kabel noch mit drauf und könnte runterdrücken. Also von daher nehmen wir jetzt hier diesen Super Power Montagekleber und ich spachtel das, das zeige ich euch nachher noch mit dem Fill and Finish von Knauf. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, weil der lässt sich super gut schleifen. Bei den Klebern, mit denen man auch diese Stöße dann angeblich schleifen kann, finde ich, da waren manchmal welche dabei, die haben sich super schwer schleifen lassen. Ne? Das heißt also, man muss da so aufpassen, dass man, also wenn man so derbe schleifen muss, muss man ja natürlich aufpassen, dass man nicht noch ins Styropor wieder so reinschleift und da noch ja, zusätzlich Kratzer macht. Und ich habe super Erfahrungen gemacht mit dem Spachtel.
Ja, das zeige ich euch nachher. Ja, dann klemmen wir die hier rein. Und wenn man den Montagekleber ein bisschen dicker macht, dann hat man so ein bisschen die Möglichkeit, damit so Höhen auszugleichen, ne? Weil die Wände und Decken sind ja doch nicht immer gerade. Gucken, dass hier oben nicht so eine Wurst rausguckt. An diese offenen Kanten machen wir nachher noch Acryl. Machen wir am Ende, wenn alles fertig ist. So. Ja, jetzt lassen wir das trocknen und dann können wir das verspachteln. Ja, wir haben das jetzt, wir haben die Leisten jetzt hier trocknen lassen, anziehen lassen. Und jetzt geht es darum, dass wir die Stöße so verspachteln, damit man eben nicht irgendwann sieht, wo hat die Leiste angefangen und wo hört die nächste auf, dass das dann wirklich ein fließender Übergang ist. Und ja, also hier ist es natürlich eine Lichtleiste, aber in anderen Sachen dann eben Stuckleisten, dass es so ein bisschen eben wirklich aussieht wie Stuck. Und dazu benutze ich, weiß ich nicht, bin ich irgendwie so drauf gekommen, der lässt sich halt super leicht schleifen. Und ich habe ihn ja sowieso hier auf der Baustelle. Davon nehme ich halt dieses Fill and Finish. Habe ich schon ausgetestet. Ja, und als Werkzeuge nehme ich eben so Japan-Spachtel. Und dann ja je nachdem, was wir so spachteln, das sind ja auch nochmal so Stuckateurs-Spachtel, um diese Stöße dazu zu machen. Okay, dann gucken wir mal, wie das geht. Ja, hier haben wir jetzt so einen Stoß. Und dann dann nehme ich halt hier diese Japan-Spachtel und vom Prinzip her verspachtel ich das dann so wie so ein, ja, wie beim Trockenbau halt, wenn ich da eine Fuge verspachtel. Ne? So, jetzt ist sie verspachtelt. Lassen wir das trocknen. Und höchstwahrscheinlich muss man es auf jeden Fall noch einmal spachteln, weil das Material schrumpft halt immer so ein bisschen und dann kommt die Fuge wieder so ein bisschen zum Vorschein. Aber so ungefähr macht man das. Und bei diesem Spachtel hier, ja, muss man jetzt nicht so super genau, also weil der lässt sich halt wirklich sehr leicht wieder wegschleifen. Bei den anderen Montageklebern, die man zum Styroporkleben dazu kriegt, die man ja wohl auch spachteln kann, da würde ich genauer arbeiten, dass man nicht so viel schleifen muss, weil die sich nicht so sehr gut wegschleifen lassen. Aber so passt das schon. So, gestern sind wir jetzt hier mit Kleben fertig geworden. Dann habe ich gestern Abend noch alle Stöße gespachtelt. Das hatte ich ja euch gezeigt. Und heute würde ich die jetzt einmal kurz schleifen. So, und dann sieht man, dass das natürlich in dieser Fuge direkt so ein bisschen eingesackt ist. Das schrumpft ja immer so ein bisschen, das Spachtelzeugs. Aber man kann halt erkennen, man kann das super leicht schleifen. Ich bin jetzt hier mit 150er Körnung ganz leicht drüber gegangen. Und das ist, finde ich, halt der große Vorteil von, wenn ich diesen Spachtel nehme, dass man nicht so derbe schleifen muss und macht dadurch eben rechts und links von dieser Naht noch so Schäden, wo man sich dann im Styropor verhakt oder irgendwas so in der Richtung. Das finde ich da ganz angenehm. Ja, also ich würde das jetzt heute noch ein zweites Mal spachteln
Morgen denke ich, wenn wir das schleifen, dann ist es okay. Und dann können wir hier oben die Fuge hier mit Acryl noch zumachen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es gestrichen aussieht. Weil es doch etwas rauer ist, die Oberfläche, als die Stöße und als die gespachtelte Wand. So sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Farbe drauf ist. Da bin ich auch schon mal gespannt. Ob man das dann versucht, dann eine Rollenstruktur drauf zu bekommen. Schauen wir mal. Ja, das gucken wir uns dann wahrscheinlich erst übermorgen an, wenn alles trocken ist. Okay. Ja, das zweite Mal Spachtel ist jetzt trocken. Und ja, ich kann schon sehen, dass es gut geworden ist. Also, dass es nicht nochmal wieder eingesackt ist, dass man den Stoß sieht. Also, wenn wir es jetzt schleifen, müsste es gut sein. So, das heißt, ich werde jetzt in die Kante und hier oben. Da kann man noch so ein bisschen reingucken und man sieht auch ein bisschen, zumindest hier oben, sieht man dann noch ein bisschen den Kleber. Und da mache ich jetzt Acryl rein. Das lassen wir dann trocknen. Und dann werde ich das auch mit einer Rolle streichen, damit ich da so eine leichte Rollenstruktur drauf habe. Um eventuell nicht irgendwelche Unterschiede zu sehen zwischen dem Material und nachher den relativ glatt geschliffenen Kanten. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das sonst, dass man das dann die Kanten trotzdem sieht, weil die sind dann halt total glatt und der Rest ist halt so ganz, ganz leicht, hat eine ganz leichte Struktur. So der Plan. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Acryl. Und bitte auch Acryl verwenden, kein Silikon. Und hier oben an der Kante auch. So, das Acryl von heute Morgen ist trocken. Wir können jetzt anfangen mit Streichen. Ich mache oben den kleinen Rand mit einem kleinen Pinsel und unten, das ist so eine Lackierwalze. Also jetzt nicht Schaumstoff, sondern mit mega kurzem Flor. Und damit mache ich die Fläche. Ich habe hier schon angefangen. Und ich kriege damit so eine ganz leichte Rollenstruktur drauf, die sich natürlich jetzt beim Trocknen noch ein bisschen zurückzieht. Und ich hoffe, dass ich damit den Unterschied zwischen den glatt gespachtelten Stößen ja, und der Fläche vom Styropor, das war ja ein bisschen rauer als die Stöße, dass ich das dann so auf ein Niveau kriege. Und dass man dann gar nichts mehr sieht von den Stößen, wo wir da gespachtelt haben. Ja. Das ist eigentlich das, was es zum Streichen oder vielmehr Rollen zu sagen gibt. Dann sehen wir uns quasi gleich wieder, wenn wir die Elektrosachen hier installieren. Das Lichtband hier oben rein und die Spots rein. Bis dahin streiche ich hier erstmal weiter. Ja, ich wollte euch natürlich auch das Endergebnis nochmal präsentieren. Der Elektriker war gestern da, hat alles angeschlossen. Und so sieht dann ja, das fertige Ergebnis aus. Also mit den Spots drin, mit der LED-Lichtband oben drin. Und ja, also wie bei allen LED-Lichtern kann man jetzt natürlich die Farbe aussuchen. Da muss man jetzt nicht dieses hier nehmen. Ja, so sieht es aus. Ich verlinke euch diese E-Mail oder eBay-Adresse, wo wir die Profile bestellt haben. Und wie schon gesagt, man kann die in allen Dimensionen
in allen Formen sich da irgendwie bestellen, man kann sich Proben kommen lassen. Und es ist ja, im Verhältnis zu den namhaften Herstellern jetzt hier so NMC oder OAK, ist es schon dafür dann preiswert, dass ich mir individuell ja, das fertigen lassen kann, muss ich sagen. Also es hat mir gefallen. Von der Verarbeitung her war es auch gut. Ja, kann jetzt da nichts Nachteiliges sagen. Okay, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.